Starten wir in Wissensbaustein 2, die Waldschadensanalyse. Vielleicht kurz vorher noch den Hinweis: Wir werden demnächst ein Handbuch dazu veröffentlichen, wo es auch um die Waldschadensanalyse mit QGIS geht, allerdings um die automatisierte Waldschadensanalyse. Also wir werden jetzt eine einfache machen und zwei Zeitpunkte miteinander vergleichen. Wenn man das Ganze dann automatisiert machen möchte, kann man natürlich sehr einfach viele Jahre miteinander vergleichen. Also das vielleicht schon mal so als Vorabinfo, wenn euch das interessiert. Das Handbuch wird dann auf unserer Website verfügbar sein. Starten wir jetzt mit der Waldschadensanalyse. Also wir werden uns die Schritte für eine Waldschadensanalyse bei QGIS anschauen und durchführen und dann später auch die Ergebnisse visuell und auch quantitativ interpretieren. Zu Anfang noch mal ganz kurz, warum man überhaupt eine Waldschadensanalyse macht. Mit einer Waldschadensanalyse kann man eben ganz schön erkennen, wo es zu Schäden gekommen ist. Also wir werden am Ende eine Karte haben, auf der man sehr schön erkennt, welche Bereiche betroffen waren. Und man kann eben sehr gut abschätzen, wie groß der Waldschaden bzw. die Vitalitätsabnahme im Wald ist. Und dann kann man eben auch, wenn man sich jetzt mehrere Jahre zusammen anschaut, gucken, wie sich die Vitalität des Waldes im Laufe der Jahre entwickelt hat. Wie Patrick Knöffel das im Video zum Laverdi schon als Beispiel erwähnt hat, werden auch wir uns jetzt das Sturmtief Friederike bzw. die Schäden vom Sturmtief Friederike etwas genauer anschauen. Das war ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h im Januar 2018. Es waren verschiedene Bundesländer in Deutschland betroffen. Wir werden uns jetzt ein Beispiel in Nordrhein-Westfalen anschauen, nordöstlich der Ortschaft Brakel, und werden eben die Jahre 2017 und 2018 miteinander vergleichen, um zu sehen, welche Flächen eventuell dann eben durch diesen Sturm betroffen waren und wo es zu Waldschäden gekommen ist. Falls ihr jetzt nicht mitkommt oder irgendwas nicht funktioniert und ihr abgehängt werdet oder ähnliches, ihr findet auch, wenn ihr in dem Modul 4 Ordner seid für heute, findet ihr ein PDF namens Waldschadensanalyse QGIS Anleitung. Das ist nochmal die Kurzfassung der Übung quasi verschriftlicht. Also da findet ihr auch nochmal alle Schritte aufgeschrieben. Falls jetzt irgendwas nicht funktioniert oder ähnliches, könnt ihr da auch nochmal nachschauen, wenn ihr gerade nochmal bei einem anderen Schritt hängt. Schritt 1 ist natürlich der Datendownload. Also ich brauche natürlich Daten, mit denen ich arbeiten kann. Wir haben euch jetzt die Daten eben schon über Nextcloud zur Verfügung gestellt. Falls ihr das Ganze aber nochmal mit anderen Daten oder mit euren eigenen Untersuchungsgebieten machen möchtet, braucht man natürlich zwei verschiedene Arten von Daten. Also zum einen brauchen wir natürlich Sentinel-2-Satellitendaten. Also auch wenn ihr das Ganze zum Beispiel nachgehend nochmal für mehrere Jahre machen möchtet, dann braucht man natürlich noch für die anderen Jahre Satellitendaten. Und zum anderen brauchen wir Landnutzungsdaten. Wir haben jetzt die Satellitendaten eben beispielsweise vom Datenportal code.de runtergeladen. Also wenn ihr Daten über Deutschland braucht, ist das sicher ein guter Anlaufpunkt. Und die Landnutzungsdaten haben wir aus dem Korean Land Cover Datensatz von Deutschland in einer 5-Hektar-Auflösung extrahiert. Wir haben jetzt die Daten, die ihr bekommen habt, schon so angepasst, dass ihr direkt mit denen loslegen könnt. Also die Waldflächen, die wir euch zur Verfügung gestellt haben, sind eben schon extrahiert aus dem Korean Land Cover Datensatz. Wie ihr das schon gemacht habt, habt ihr die Daten natürlich bereits heruntergeladen. Das heißt, wir können direkt mit Schritt 2 beginnen. Damit wir die eben gleich bei QGIS nutzen können, müssen die Ordner entpackt sein. Das heißt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr jetzt gerne schon mal auf Entpacken klicken und das Ganze im Hintergrund nochmal entpacken lassen. Genau, wenn wir die Daten uns besorgt haben, dann ist der zweite Schritt das Importieren und Verarbeiten der Daten. Dann können wir jetzt nämlich direkt zusammen starten. Ich würde nämlich vorschlagen, dass wir es einfach direkt gemeinsam machen. Das heißt, ihr direkt mitklickt. Ich hoffe, ihr habt oder viele von euch haben zwei Bildschirme. Dann ist es sicher ein bisschen einfacher, wenn ihr es auf dem einen verfolgen könnt und auf dem anderen mitklicken könnt. Für die, die nur einen haben, ich versuche es so gut wie möglich auch mündlich zu erklären, damit ihr nicht unbedingt die ganze Zeit hin und her klicken müsst. Fangen wir also mit unserem Schritt an, dass wir die Daten importieren und verarbeiten. Am Ende des Schrittes sollte so oder so ähnlich euer Projekt bei QGIS aussehen. Das heißt, wir werden jetzt zuerst die Satellitendaten einladen und auch die Waldfläche. Als erstes, wenn ihr jetzt QGIS offen habt, ist natürlich der erste Schritt immer, dass ihr einmal ein neues leeres Projekt anlegt. Und wenn ihr eine weiße Fläche habt mit eurem neuen Projekt, dann können wir das Ganze erstmal abspeichern, damit ihr es später alle wiederfindet. Das heißt, wir gehen auf Projekt und dann speichern als.
und geben zum einen den Speicherort an, an dem ihr das Projekt speichern möchtet, und einen Dateinamen. Also ich habe mich jetzt für den Dateinamen Waldschadensanalyse entschieden. Ihr könnt es aber eben so benennen, dass ihr es auf jeden Fall später wiederfindet. Genau, und dann einfach auf Speichern klicken und dann haben wir schon mal unser QGIS-Projekt benannt und abgespeichert. So, der zweite Schritt ist jetzt natürlich, dass wir die Satellitendaten reinladen möchten. Und das für diejenigen, die bei Modul 2 und 3 schon dabei waren, kennt ihr jetzt den Weg schon. Also wir klicken auf Layer und gehen unter Layer hinzufügen auf Rasterlayer hinzufügen, weil wir eben Satellitendaten, also Rasterdaten, einladen möchten. Daraufhin öffnet sich dann bei euch die Datenquellenverwaltung, also dieses Fenster hier, und ihr seid eben schon im Punkt Raster. Und dann geht ihr auf die drei Punkte neben den Rasterdatensätze und habt dann die Möglichkeit, eure Satellitendaten auszuwählen. Und wir haben euch die Daten ja schon abgelegt. In dem Datenordner findet ihr eben zwei TIFF-Dateien und das andere ist eine Shapefile. Ihr braucht jetzt eben die zwei TIFF-Dateien, also die zwei Satellitenbilder von 2017 und 2018, die ihr einfach auswählt, auf Öffnen geht und dann nochmal auf Hinzufügen. Und dann sollte es hoffentlich bei euch so aussehen wie jetzt bei mir hier auf dem Screenshot, dass ihr eben zwei Satellitenbilder eingeladen habt und die erstmal ziemlich grün erscheinen. Da werden wir uns gleich drum kümmern. In Modul 3 haben wir es ja über das virtuelle Raster gemacht, die einzelnen Bänder reingeladen und dann eben dieses virtuelle Raster erstellt. Und im Prinzip habe ich den Schritt quasi heute gespart und einfach schon mal diese vier Bänder reingeladen und in einer Datei abgespeichert, so wie wir das als virtuelles Raster die letzten Male gesehen haben. Aber genau, also wenn man das jetzt nochmal von neu macht und sich eigene Satellitendaten reinlädt, dann einfach eben mit den einzelnen Bändern anfangen, die sich reinzuladen und dann zum Beispiel über den Schritt virtuelles Raster gehen und sich die da in einer Datei zusammen als virtuelles Raster anzeigen lassen. Dann können wir jetzt erstmal alle mit dem zweiten Schritt weitermachen, dass wir uns eine Hintergrundbasiskarte einladen. Falls ihr in Modul 2 und 3 noch nicht dabei wart, dann braucht ihr jetzt noch die Erweiterung Quick Map Services. Das heißt, ihr geht unter Erweiterungen auf Erweiterungen verwalten und installieren. Und daraufhin öffnet sich das Fenster mit den Erweiterungen. Für die, die sich nicht mehr sicher sind, ob sie das haben, die können das auch einmal mitmachen und in dem Suchfeld oben Quick Map Services eingeben. Und dann kommt ihr eben auf die Erweiterung. Bei euch, die das schon haben, sollte das jetzt so aussehen wie bei mir auf dem Screenshot, dass ich es eben nicht installieren kann, weil es schon installiert ist. Für die, die das noch nicht haben, könnt ihr euch einmal die Erweiterung installieren und dann können wir uns gleich alle gemeinsam eine Basiskarte einladen. Falls ihr das schon habt, beziehungsweise jetzt installiert habt, müsst ihr eigentlich nur noch im Menü auf Web und dann müsstet ihr den Punkt Quick Map Services haben und darunter dann, also unter OSM auf OSM Standard und dann sollte sich bei euch die OSM Standardkarte ins Projekt laden. Also bei mir sieht das Ganze dann so aus. Für alle, die da jetzt irgendwie mit Quick Map Services Probleme haben und sich darüber nicht die OSM-Standardkarte runterladen können, die können hier in dem Browserfeld ein bisschen weiter runterscrollen und dann XYZ-Tiles und dann gibt es da auch eine Standardbasiskarte. Ansonsten, wenn beide Wege nicht funktionieren, ist es tatsächlich überhaupt nicht schlimm. Wir brauchen ja vor allem die Satellitendaten, die uns jetzt hier interessieren und nicht die Hintergrundbasiskarte. Wie gesagt, die ist einfach nur, damit wir uns ein bisschen orientieren können, aber ist jetzt nicht tragisch, wenn ihr keine habt. Was wir jetzt alle vielleicht mal prüfen können, ist, ob unser Koordinatenbezugssystem sich schon angepasst hat an die Satellitendaten, die wir eingeladen haben. Also eigentlich, wenn man den ersten Datensatz bei QGIS reinlädt, richtet sich eben das Projekt KBS nach den Daten, die wir eingeladen haben. Das heißt, bei uns allen müsste jetzt unten rechts unter EPSG die Nummer 32632 stehen. Für diejenigen, bei denen jetzt das EPSG schon oder das KBS schon auf 32632 gestellt ist, die müssen nichts ändern. Für all diejenigen, bei denen es noch nicht der Fall ist, könnt ihr, wie gesagt, hier unten rechts einfach in das Feld reinklicken und dann sollte sich bei euch dieses Fenster hier geöffnet haben. Und da könnt ihr jetzt eben bei Filter bei dieser Suchleiste 32632 eingeben.
Und dann findet der nur noch dieses Koordinatensystem, was wir haben wollen, also das WGS84. Das heißt, wenn ihr dann das anwählt und auf Anwenden klickt und OK klickt, dann sollte euer Koordinatenbezugssystem sich anpassen. Und hier sollte auf jeden Fall oben kein Häkchen sein. Also falls da ein Häkchen ist, das einfach wegmachen, das Koordinatenbezugssystem einstellen und anwenden und OK klicken. Dann gehe ich einen Schritt weiter. Und zwar wollen wir jetzt hier alle dieselbe Waldfläche uns anschauen. Das heißt, ihr könnt jetzt euch die Koordinaten einfach kopieren und in das Feld Koordinaten eintragen. Wichtig ist, dass ihr dann, nachdem ihr es eingefügt habt, nochmal auf Enter drückt und dann solltet ihr über dem Untersuchungsgebiet landen. Und damit wir alle denselben Kartenausschnitt haben, müsstet ihr den Maßstab noch gleichsetzen auf 1 zu 50.000. Da können wir dann alle gleich relativ gut erkennen, ob es bei uns so funktioniert hat, wie ich das geplant habe oder nicht, weil wir sollten alle über Bosseborn landen. Also denselben Kartenausschnitt sehen wie jetzt gerade hier auf der Folie, also irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Beim Probedurchlauf hatten wir einige, die auf einmal in Frankreich gelandet sind. Das sollte nicht passieren. Für alle, die gerade noch nicht da sind, wo ich auf dem Screenshot bin, am besten einfach zuerst nochmal das KBS einstellen und dann nochmal die Koordinaten einfügen und auf Enter drücken. Dann sehen wir jetzt hoffentlich alle eben diese zwei Waldstücke, die wir uns gleich näher anschauen möchten in der Waldschadensanalyse und können jetzt schon mal einen Schritt weitergehen und uns nämlich einmal die Satellitenbilder nochmal als Echtfarbendarstellung anzeigen lassen, damit wir uns ein bisschen ein besseres Bild machen können. Das heißt, wir gehen auf die Layer, also auf die Satellitenbilder-Layer mit einem Rechtsklick und dann auf Eigenschaften. Dann öffnet sich das Eigenschaftenfeld und da sollten wir unter Symbolisierung gehen, also auf den Tab Symbolisierung und können dann die Darstellungsart anpassen. Bei der Darstellungsart sollten wir auf jeden Fall alle Multikanalfarbe eingestellt haben und dann können wir eben den Kanälen verschiedene Bänder zuweisen. Und wenn ihr jetzt mal auf den Namen achtet, den ich den Satellitendaten gegeben habe, werdet ihr feststellen, dass 2017 und 2018 jeweils die Datei Band 2, Band 3, Band 4 und Band 8 enthält. Das heißt, ich habe vorher schon diese vier Bänder, die uns gleich interessieren, mit denen wir gleich arbeiten werden, in dieser Datei zusammen abgespeichert. Um jetzt ein Echtfarbenbild zu erstellen, müssen wir die Bandkombination 432 für Sentinel einstellen. Wenn ich nochmal diese Tabelle einblende, die wir auch in Modul 2 schon gesehen haben, die Kanalnummer bei QGIS, die richtet sich danach, wie ich die Bänder einlade. Und ich habe jetzt eben Band 2, Band 3, Band 4 und Band 8 eingeladen. Das heißt, die entsprechen meinen Kanälen in QGIS 1 bis 4. Wenn ich jetzt nur 2, 3 und 8 genommen hätte, wäre natürlich 8 mein Kanal 3 in QGIS. Das ist immer ein bisschen verwirrend. Deswegen muss man immer so ein bisschen darauf achten, welche Bänder man sich reinlädt und sich dann eben vielleicht, wie in dieser Tabelle hier, einmal aufschreiben, welche Bandnummer dann welcher Kanalnummer in QGIS entspricht. Um jetzt die Echtfarbendarstellung auf 432 basierend einzustellen, muss ich eben hier oben dem roten Kanal, dem Kanal 3, also Band 4 zuordnen, dem grünen Kanal, Kanal 2, entsprechend Band 3 und dem blauen Kanal, Kanal 1, also entsprechend Band 2 zuordnen, damit ich gleich eine Echtfarbendarstellung habe. Wenn ihr also Kanal 3, 2 und 1 eingestellt habt, dann könnt ihr auf OK klicken und dann sollte bei euch auf jeden Fall das Bild etwas realer aussehen, also nicht mehr ganz so grün, wie es am Anfang aussieht. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr das jetzt für 2017 zuerst gemacht habt, dann erscheint es natürlich noch nicht, weil wahrscheinlich euer 2018 Layer drüber liegt. Das heißt, ihr könnt nochmal genau dasselbe für den anderen Layer machen und dann seht ihr auf jeden Fall ein Echtfarbenbild, weil dann beide als Echtfarbendarstellung angezeigt werden. Das Ganze jetzt auch nochmal für den anderen Layer, den ihr jetzt noch nicht eingestellt habt, machen. Also auch da nochmal Rechtsklick auf Eigenschaften und unter Symbolisierung die Einstellungen einstellen, die ihr hier auf dem Screenshot seht. Also wieder Kanal 3, 2 und 1 und auf Anwenden oder OK klicken. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, sollten eigentlich beide Satellitenbilder, also von 2017 und von 2018, als Echtfarbendarstellung bei euch angezeigt werden. Und dann können wir zusammen einen Schritt weitergehen.
und jetzt den Vektorlayer hinzufügen. Wir haben ja, wie gesagt, auch eine Waldfläche, die wir uns reinladen möchten. Das heißt, wir gehen wieder unter Layer, Layer hinzufügen und diesmal aber auf Vektorlayer hinzufügen. Auch dann öffnet sich wieder die Datenquellenverwaltung und wir müssen auf die drei Punkte neben Vektordatensätze klicken. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen in dem Datenordner, den ihr euch runtergeladen habt, dass eine Shape-Datei aus vielen verschiedenen Einzeldateien quasi besteht. Also das ist tatsächlich eine und QGIS braucht die auch alle, damit er sich darauf beziehen kann. Aber um jetzt die richtige auszuwählen, die wir reinladen, könnt ihr hier unten in dem Feld das Dateiformat auswählen. Also hier unten einfach ESRI-Shape-Dateien als Dateiformat angeben und dann sollte euch eigentlich tatsächlich nur noch eine Datei, also von diesem CLC-Wald angezeigt werden, vom Dateityp SHP, also Shape-Datei. Und wenn ihr die auswählt und öffnet und dann nochmal auf Hinzufügen geht, sollte bei euch der Vektorlayer erscheinen, also die Waldfläche als Vektorlayer in eurem QGIS-Projekt. Dann sollte es bei uns allen gerade mehr oder weniger so aussehen. Also die Farbe ist vielleicht bei uns unterschiedlich, aber wir sollten alle ein Satellitenbild bzw. zwei Satellitenbilder in unserem QGIS-Projekt haben und den CLC-Waldlayer. Vielleicht kurz zur Info, das ist jetzt von uns schon extrahiert. Also das ist tatsächlich nur die Waldfläche jetzt für unser Untersuchungsgebiet. Das haben wir aber ganz einfach übernommen aus dem Korean Landcover-Datensatz, den ich am Anfang erwähnt hatte. Weil wir uns ja jetzt spezifisch genau auf diese Waldgebiete fokussieren möchten, werden wir die Satellitenbilder auf die Waldgebiete zuschneiden. Das heißt, am Ende sollte unser Bild nur noch so aussehen, damit wir wirklich tatsächlich nur noch die Waldflächen berücksichtigen und nicht mehr das, was außenrum ist. Dafür gehen wir im Menü auf Raster und dann auf Extraktion. Und darunter findet ihr den Punkt Raster auf Layermaske zuschneiden. Den wählt ihr aus und dann sollte sich wieder ein neues Fenster öffnen bei euch. Und da könnt ihr verschiedene Parameter angeben. Also zum einen den Eingabelayer. Da nehmen wir jetzt am Anfang 2017, also das Satellitenbild von 2017 auswählen als Eingabelayer, als Maskenlayer den CLC-Waldlayer. Und wichtig ist auch noch, dass ihr zum einen den Leerwert angebt, also bei diesem legt den Leerwert des Ausgabekanals fest, einmal eine Null eintragen. Das sorgt einfach dafür, dass gleich alles andere, was nicht in diesem Waldlayer liegt, ausgeblendet wird, weil wir tatsächlich nur noch die Waldflächen berücksichtigen möchten. Und ein Häkchen setzen bei Ausdehnung des zugeschnittenen Raster an die des Maskenlayers anpassen. Also Eingabelayer 2017, Satellitenbild, Maskenlayer, der Waldlayer. Leerwert auf Null setzen, Häkchen bei Ausdehnung setzen. Und wenn ihr dann etwas runterscrollt, habt ihr noch die Möglichkeit, das Ganze schon mal abzuspeichern. Das heißt, irgendwo kommt der Punkt abgeschnitten in Klammern Maske und darunter steht in temporärer Datei speichern. Wir möchten das Ganze aber jetzt schon mal abspeichern, damit wir dem Ganzen auch schon einen Namen geben können und es nachher wiederfinden. Das heißt, ihr geht auf die drei Punkte daneben und dann geht ihr auf in Datei speichern. Und dann ist das Ganze ähnlich, wie wir das bei QGIS eben kennen. Dann öffnet sich ein Fenster, wo wir zum einen eben den Speicherort angeben müssen und einen Dateinamen. Hier solltet ihr darauf achten, dass ihr zum einen, falls es noch nicht sowieso schon angegeben ist, bei Dateityp TIFF-Datei auswählt. Also einfach unter Dateityp TIFF-Dateien auswählen, also die Endung .TIFF. Und beim Dateinamen wäre es hilfreich, wenn ihr denselben Namen nehmt, wie ich ihn hier gerade genommen habe, einfach damit wir nachher auch dieselben Formeln nutzen können beim NDVI und bei weiteren Berechnungen. Das ist nämlich ganz hilfreich. Ansonsten könnt ihr dem Ganzen natürlich auch einen anderen Namen geben, aber jetzt für das Beispiel würde ich euch empfehlen, denselben Namen zu geben. Und ich habe jetzt eben, dadurch, dass ich jetzt hier im ersten Schritt das Satellitenbild von 2017 mit der Waldfläche verschneide, dem Ganzen den Namen 2017-Wald gegeben. Wenn ihr dann einen Dateinamen und einen Dateityp gewählt habt, geht ihr eben wieder einfach auf Speichern und dann seht ihr, dass das Protokoll durchläuft. Wenn das fertig ist, sollte bei euch auf jeden Fall ein neuer Layer erschienen sein, also 2017-Wald. Ihr könnt dann aber das Fenster einfach offen lassen und zurück switchen auf Parameter. Und dasselbe einfach nochmal für das Satellitenbild 2018 machen. Also dafür einfach nochmal den Eingabelayer
anpassen auf 2018. Der Maskenlayer bleibt bestehen, das bleibt ja unsere Walddatei, der Leerwert bleibt auch auf 0, Ausdehnung auch wieder das Häkchen setzen, beziehungsweise sollte eigentlich immer noch gesetzt sein, dann nochmal runterscrollen und eure Datei wieder abspeichern, einfach in denselben Speicherort wahrscheinlich, aber das Ganze 2018-Wald nennen, damit ihr es eben gleich auch schön unterscheiden könnt direkt. Wieder als TIFF-Datei speichern und wenn ihr die Auswahlen getroffen habt, könnt ihr auf Los klicken und dann läuft eben das Protokoll nochmal durch und dann sollte gleich neben dem zugeschnittenen 2017er Bild auch das 2018er Bild erscheinen. Ihr dürft euch nicht wundern, jetzt wenn es bei euch gerade noch nicht so aussieht nach dem Schritt, als ob es irgendwas zugeschnitten wäre, liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr einfach die Satellitenbilder noch euch anzeigen lasst. Das heißt, wenn ihr die Häkchen bei 2017, 2018 bei den ersten Satellitenbildern, die wir eingeladen haben, rausnehmt, dann sollte euer Satellitenbild nur noch auf die Waldflächen zugeschnitten sein und ihr habt dann nur noch die Hintergrundkarte oder gegebenenfalls einen weißen Hintergrund, aber auf jeden Fall eure zugeschnittenen Satellitendaten über den Waldflächen. Dann ist der nächste Schritt, den wir jetzt zusammen machen, dass wir den NDVI berechnen. Denn wir wollen uns ja anschauen, wie sich die Vitalität in unserem Waldstück verändert hat. Das heißt, wir werden jetzt den NDVI zum einen vom Jahr 2017 berechnen und zum anderen eben aus dem Jahr 2018. Der NDVI, vielleicht nochmal kurz so als Erinnerung, ist ein Index zur Bestimmung der Vegetationsvitalität, also mit dem man die Vitalität von Pflanzen messen kann. Und für Sentinel-2 ist das Ganze eben als NDVI gleich und dann Band 8 minus Band 4 durch Band 8 plus Band 4. Um jetzt den NDVI bei QGIS zu berechnen, gehen wir auf Raster unter Rasterrechner und dann sollte sich bei euch das Fenster für den Rasterrechner öffnen. Ihr seht, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, unter Rasterkanäle habt ihr jetzt eure zwei zugeschnittenen Wald-Satellitenbilder von 2018 und von 2017. Und ihr seht eben an diesem Add 1, Add 2, Add 3, Add 4, dass das die einzelnen Bänder sind. Also hinter dieser Datei liegen Band 2, Band 3, Band 4 und Band 8, die ich am Anfang in unserem Satellitenbild, was wir am Anfang original reingeladen haben, die ich dahinter eingespeichert hatte quasi, die ich da verschmolzen habe. Die haben wir natürlich auch noch bei unseren zugeschnittenen Layern. Das heißt, diese Add sind die einzelnen Bänder, die wir haben. Um den NDVI zu berechnen, brauchen wir jetzt einmal das Band 4 und das Band 8 von Sentinel-2. Das ist der Grund, warum wir jetzt eben dieses 2017-Wald Add 4 nehmen, weil das eben dem Band 8 entspricht und den Kanal 3, was dem Band 4 entspricht. Ihr seht hier oben die Formel, deswegen hatte ich euch gerade darum gebeten, den Layer so zu benennen, wie ich das getan habe. Dann könnt ihr nämlich die Formel einfach übernehmen, wenn ihr eure zugeschnittene Satellitendatei 2017-Wald genannt habt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach die Formel selbst eingeben, indem ihr eben Klammer auf und dann, je nachdem, wie ihr es benannt habt, euer Band anklickt und dann eben die Formel einfach so eingebt. Wichtig ist noch, dass wir einen Dateispeicherort angeben. Unter Ausgabelayer geht ihr einfach auf die drei Punkte, gebt zum einen den Dateinamen an und den Dateispeicherort. Auch hier ist es von Vorteil gleich für die nächsten kommenden Formeln, wenn wir die Layer jetzt gleich bezeichnen oder gleich benennen. Ich habe meine Dateien NDVI-2017 bzw. NDVI-2018 genannt. Und wieder als TIFF-Datei speichern, das ist auch wichtig. Hier in dem Screenshot habe ich es jetzt für 2017 gemacht. Ihr müsst es natürlich aber auch nochmal für 2018 machen. Also nochmal im Menü unter Raster auf Rasterrechner und dann einfach dasselbe nochmal für das jeweils andere Jahr, was ihr noch nicht gemacht habt. Einmal den NDVI berechnen. Das Ganze sollte jetzt bei euch so oder so ähnlich aussehen. Also der NDVI erscheint erstmal als Layer, der von weiß nach schwarz geht, also relativ grau erscheint. Das Ganze sieht bei 2018 auch ähnlich aus. Also auch hier haben wir erstmal Werte von schwarz bis weiß, also ziemlich viele Grau- und Weiß-Werte. Und um das jetzt anzupassen und uns ein bisschen besser zu visualisieren, können wir, so wie ihr das kennt, auch
auf den jeweiligen Layer. Also ihr könnt euch jetzt für einen erstmal entscheiden, unter Rechtsklick auf Eigenschaften gehen. Und dann sollte sich wieder dieses Layer-Eigenschaften-Fenster öffnen, wo ihr unter Symbolisierung die Darstellungsart einstellen könnt. Und bei der Darstellungsart sollten wir jetzt Einkanal-Pseudo-Farbe einstellen, damit wir eben einen Farbverlauf erstellen können. Sobald ihr Einkanal-Pseudo-Farbe einstellt, sollte sich das Fenster bei euch ein bisschen ändern. Und ihr könnt jetzt, falls hier noch keine Farben erscheinen, dann unter Farbverlauf einen vorgefertigten Farbverlauf schon mal auswählen. Bei einem NDVI bietet sich natürlich an, dass man hohe Werte beispielsweise in Grünton gibt, weil das dann eben die vitale Vegetation ist. Alles, was unter 0,2 ist, vielleicht in einem Gelbton, weil das dann keine Vegetation mehr ist. Und alles, was Richtung 0 oder minus 1 geht, in einem Rot-Orange-Ton. Aber wie gesagt, das könnt ihr so gerne anpassen, wie ihr das haben möchtet. Ihr seht ja hier meinen Farbverlauf, den ich gewählt habe, den vorgefertigten. Aber mir hat jetzt diese blaue Farbe nicht gefallen für den NDVI-Wert. Das heißt, man kann einzelne Farben oder auch alle nochmal anpassen, indem man auf die Farbe einen Doppelklick macht und dann öffnet sich das Feld, wo man das nochmal anpassen kann. Und da habe ich jetzt mich in dem Beispiel für ein dunkles Grün entschieden, statt für das Blau, einfach damit ich den Farbverlauf von Rot bis dunkelgrün habe für meinen NDVI. Und dann auf Klassifizieren klicken. Denn wenn ihr da drauf klickt, dann klassifiziert euch QGIS eben fünf verschiedene Klassen. Also fünf sind hier eingestellt, das könnt ihr auch anpassen. Wir können es jetzt aber auch erstmal so lassen. Wichtig ist allerdings, sobald ihr zufrieden seid, dass ihr auf Anwenden und OK klickt, damit es eben auch übernommen wird. Und dann sollte euer NDVI-Layer auf jeden Fall, falls ihr den oberen Layer genommen habt, ansonsten müsst ihr das obere erstmal ausblenden, damit ihr es sehen könnt, aber dann sollte euer NDVI-Layer auf jeden Fall farblich angepasst sein. Damit wir das Ganze jetzt nicht nochmal für den anderen NDVI-Layer machen müssen, können wir jetzt die Farbgebung direkt von dem einen auf den anderen Layer kopieren. Und da müssen wir auf den, den wir jetzt gerade farblich eingestellt haben, einen Rechtsklick machen. Und dann seht ihr relativ weit unten Stile. Und wenn ihr da drauf geht, kommt Stil kopieren. Das heißt, ihr kopiert quasi den Stil, den ihr gerade eingestellt habt, von dem einen Layer auf den anderen. Das heißt, ihr drückt einfach auf Stil kopieren. Dann passiert erstmal noch nichts. Ihr müsst dann aber nochmal einen Rechtsklick auf den Layer, den ihr jetzt stilisieren möchtet, einen Rechtsklick darauf machen und eben unter Stile dann Stil einfügen klicken. Und dann sollte sich der Stil, den ihr gerade eben von eurem schon eingestellten Layer kopiert habt, direkt auf den anderen auch übertragen. Dabei ändert sich auch der Wertebereich. Also die Legende hier ändert sich quasi, weil ihr die Werte von dem NDVI, den ihr vorher definiert habt, übernehmt. Das sind aber ja nur die Wertegrenzen quasi für eure Symbolisierung. Also die Werte an sich ändern sich natürlich nicht, sondern nur die Werte, nach denen ihr die Farben eingestellt habt. Das ist aber insofern halt für den Vergleich wichtig, weil ihr ja die NDVI-Visualisierung miteinander vergleichen möchtet. Deswegen ist es in dem Fall gut, wenn es dieselben Grenzen hat, damit ihr das eben vergleichen könnt. Wir werden jetzt auch mit den NDVI-Layern gleich weiterarbeiten. Das heißt, die Visualisierung brauchen wir jetzt nicht unbedingt im nächsten Schritt. Das ist aber auf jeden Fall wichtig, um jetzt schon mal eine erste visuelle Interpretation von unseren zwei NDVI-Layern machen zu können, beziehungsweise schon mal die Stellen zu sehen, in denen der NDVI eben schwächer ist als an anderen Stellen. Den nächsten Schritt, den wir jetzt aber gehen, ist, dass wir die NDVI-Differenz berechnen. Das heißt, wir wollen uns ja später anschauen, wie sich der NDVI-Wert zwischen den zwei Jahren verändert hat. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Differenz aus den zwei Layern berechnen. Dafür müssen wir wieder in den Rasterrechner. Das heißt, wir gehen wieder unter Raster auf Rasterrechner und dann sollte sich bei uns allen wieder das Rasterrechner-Fenster öffnen. Und hier ist wieder wie bei jedem Rasterrechner-Vorgang immer wichtig, dass wir erstmal ein Ausgabelayer identifizieren. Das heißt, wir gehen wieder auf die drei Punkte oben bei Ausgabelayer und definieren einen Speicherort und einen Dateinamen. Und auch hier am besten jetzt wieder denselben Dateinamen wählen wie ich, also NDVI-Differenz. Dann können wir nämlich gleich wieder dieselbe Formel nutzen. Die Formel ist jetzt nicht ganz so kompliziert, denn wir rechnen tatsächlich einfach nur
den NDVI-Layer von 2017, also vom früheren Zeitpunkt, minus den NDVI-Layer vom späteren Zeitpunkt, also in unserem Beispiel 2017 minus 2018. Auch hier, wenn ihr die Layer gleich benannt habt, könnt ihr euch die Formel kopieren. Ansonsten ist es da ja auch relativ easy, weil man einfach den NDVI von 2017 als Operator dann das Minus nimmt und den NDVI von 2018 als späteren Zeitpunkt angibt. Und wenn man das eingestellt hat und auch den Ausgabelayer definiert hat, kann man dann auf OK drücken und dann sollte bei euch ein neuer Layer erscheinen, der dann eben NDVI-Differenz heißt, der auch erstmal relativ grau aussieht. Das werden wir jetzt aber gleich nochmal ändern, beziehungsweise wir werden ihn nochmal anpassen. Genau, super. Dann können wir in den nächsten Schritt gehen, und zwar, dass wir jetzt die Vitalität klassifizieren. Wir teilen jetzt unsere NDVI-Differenzwerte in Klassen ein. Das sind jetzt Klassen, die wir schon mal vordefiniert haben. Also wir haben uns dazu entschieden, dass wir das Ganze in 4 Klassen aufteilen. Klasse 1 zeigt uns an, dass da keine oder nur sehr geringe Vitalitätsverluste auftreten. Und zwar dann, wenn eben ein NDVI-Differenzwert von 0,1 bis 0,2 auftritt. Also in den Flächen, wo sich der NDVI kaum verändert hat, beziehungsweise in so einem geringen Ausmaß sich verändert hat, dass man davon ausgehen kann, dass das normale Schwankungen im NDVI zwischen den Jahren sind und das nicht oder wirklich nur geringe Vitalitätsverluste darstellt. Die Klasse 2 zeigt uns dann geringe Vitalitätsverluste bei einem NDVI-Differenzwert von 0,2 bis 0,3. Dann gibt es die mittleren Vitalitätsverluste bei einem NDVI-Differenzwert von 0,3 bis 0,4. Und dann die höchste Klasse, also die Klasse 4, wo uns tatsächlich dann die starken Vitalitätsverluste angezeigt werden, was einem NDVI-Differenzwert von größer als 0,4 entspricht. Die kann man natürlich so einteilen, wie das für einen Sinn macht, wie das für die Fragestellung Sinn macht. Das ist jetzt ein Beispiel, wie wir uns das eingeteilt haben. Man könnte natürlich auch, nur damit es nicht gleich zu Verwirrungen kommt, die Klasse 0 einteilen oder eben noch eine Klasse dazu nehmen, wo man ab 0 den NDVI-Differenzwert betrachtet. Aber dadurch, dass sich eben, wenn der Differenzwert 0 ist, nichts verändert hat, also der NDVI genauso geblieben ist, wie er vorher war, berücksichtigen wir das jetzt hier nicht. Um das jetzt auf unseren NDVI-Differenzlayer anzuwenden, müssen wir wieder eine Formel eingeben und das Ganze eben im Rasterrechner. Das heißt, wir gehen wieder unter Raster auf Rasterrechner. Dann öffnet sich das Rasterrechner-Fenster. Und jetzt müssen wir eine etwas kompliziertere Formel eingeben, um eben diese Klassen einzuteilen, die ich euch gerade gezeigt habe. Das heißt, jetzt ist es von Vorteil, wenn ihr euren Layer denselben Namen gegeben habt wie ich hier, also NDVI-Differenz, dann könnt ihr nämlich diese Formel tatsächlich auch wieder übernehmen. Diese Formel teilt uns jetzt unseren NDVI-Differenz-Layer in verschiedene Klassen ein, also in diese 4 Klassen, die ich gerade gezeigt habe. Wichtig ist auch hier wieder, wenn man eben ein Rasterrechner-Ergebnis hat, braucht man immer auch ein Ausgabelayer. Das heißt, auch hier wieder einen Ausgabelayer benennen und den Speicherort auswählen, indem man auf die 3 Punkte rechts daneben klickt. Ich habe es jetzt hier NDVI-Differenz-Klassifizierung genannt. Da müsst ihr jetzt aber auch nicht mehr denselben Namen wie ich haben, weil das ist tatsächlich die letzte Rechnung, die wir hier im Rasterrechner oder die letzte Formel, die wir im Rasterrechner eingeben. Aber ihr solltet es auf jeden Fall natürlich so benennen, dass ihr später nachvollziehen könnt, was das für ein Layer ist, den ihr jetzt hier gerade abspeichert. Wenn ihr die Formel eingegeben habt und den Ausgabelayer definiert habt, dann könnt ihr auf OK klicken. Und dann sollte bei euch auch noch ein neuer Layer entstehen, den ihr jetzt gerade hinzugefügt habt, wo die Legende eben nur noch von 0 bis 4 geht, weil wir eben genau diese 4 Klassen identifiziert haben. Warum kann man den Klassifizierungsschritt nicht über die Symbolisierung machen? Die Symbolisierung, da symbolisieren wir nur oder stellen nur den Stil ein unseres Layers. Und im Rasterrechner berechnen wir tatsächlich einen neuen Layer, der uns diese Werte in den Klassen einteilt. Wir können jetzt den Schritt gehen,
dass wir jetzt die Symbolisierung setzen in unserem neuen klassifizierten Layer, wo wir eben nur noch diese vier Klassen drin haben. Am Ende sollte es so oder so ähnlich bei euch aussehen. Also wir haben dann tatsächlich, was ihr jetzt hier in dunkelgrün seht, ist nur noch der Wald, die Wildshape-Datei, die wir am Anfang reingeladen haben. Und die Flächen, die jetzt hier so versprenkelt erscheinen, das sind die vier Klassen, die wir jetzt gleich noch symbolisieren werden. Das kennt ihr inzwischen. Um jetzt in den Symbolisierungsmodus zu wechseln, gehen wir wieder auf Rechtsklick auf den Layer und auf Eigenschaften. Und dann sollte sich wieder dieses Layer-Eigenschaften-Fenster öffnen unter Symbolisierung und hier wieder die Darstellungsart anpassen auf Einkanal-Pseudo-Farbe, damit wir wieder eben verschiedene Farben einstellen können, je nach Klasse. Wichtig ist, dass ihr die Interpolation auf genau setzt, weil wir jetzt eben genau den Werten für unsere Klassen Farben zuweisen möchten. Dann sollte bei euch unten noch die Auswahl sein, dass ihr den Modus festlegen könnt. Wenn ihr da reinklickt, habt ihr die Auswahl zwischen drei verschiedenen Möglichkeiten. Wir wollen jetzt hier das gleiche Intervall, damit unsere Klassen gleich groß sind. Genau, Interpolation auf genau setzen und Modus auf gleiches Intervall. Und dann noch die Klassen einstellen. Wir haben uns für vier Klassen entschieden. Das heißt, wenn ihr da reinklickt bei den Klassen, könnt ihr da einen Wert eintragen. Wir geben jetzt hier vier ein, damit wir eben vier verschiedene Kategorien oder vier Klassen haben. Und können jetzt noch, damit das unseren Klassen entspricht, unseren Klassenzuteilungen, zum einen die Werte anpassen. Das heißt, wenn ihr doppelklickt in diese Wertfelder macht, dann könnt ihr die auch anpassen. Und wir haben jetzt hier Werte von 1, 2, 3 und 4 für unsere Klassen. Da könnt ihr einfach 1, 2, 3 und 4 als Wert eintragen. Und zusätzlich können wir jetzt noch die Beschriftung anpassen. Also auch hier, wenn ihr jetzt in die Beschriftung einen Doppelklick macht, dann könnt ihr da einfach euren Klassen noch eine Beschriftung hinzufügen, was gleich ganz schön ist für unsere Legende, damit wir gleich auf einen Blick immer sehen, welche Farbe welcher Klasse quasi entspricht. Ich habe jetzt hier das einfach so benannt, wie ich das vorhin in der Tabelle auch hatte, dass ich hier keine Vitalitätsverluste für Klasse 1, dann geringe, mittlere und für Klasse 4 dann eben starke Vitalitätsverluste eingestellt habe. Einfach, ihr werdet das gleich sehen, damit es für die Interpretation gleich schön in unserer Legende auch mit drin steht, in der Layer-Übersicht. Genau, was ich hier jetzt auch noch gemacht habe, ist, dass ich mir die Farben eingestellt habe. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich mir eben Klasse 1 als keine Vitalitätsverluste in einem Grün anzeigen lassen möchte und das Ganze eben so ein bisschen als Ampelsystem, also die geringen dann als gelb, mittlere in orange und die starken in rot. Das ist aber nicht relevant. Also wie gesagt, ihr könnt die Farben auch gerne so wählen, wie ihr das machen möchtet, einfach wieder in diesen Farbklecksen Doppelklick machen und dann könnt ihr die Farbe selbst wählen. Es macht natürlich Sinn, dass man die Klasse 4 in einem Rot oder in einem anderen starken, kräftigen Farbton hat, weil das ja wahrscheinlich genau die Flächen sind, die uns jetzt gleich besonders interessieren, die eben einen starken Vitalitätsverlust erlitten haben. Wenn ihr euch für eine Farbgebung entschieden habt und eure Beschriftung angepasst habt, könnt ihr auch hier wieder natürlich auf Anwenden und OK klicken und dann sollte das Ganze auch umgesetzt werden. Was ich euch aber noch zeigen möchte vorher, das wird relevant, wenn ihr mehrere Jahre später miteinander vergleichen möchtet. Das heißt, wenn ihr danach sagt, dass ihr das gerne erweitern möchtet und noch die Folgejahre betrachten möchtet, dann müsst ihr natürlich jetzt das, was ihr hier gerade alles eingestellt habt, also die Werte, die Farben und die Beschriftung, nicht nochmal neu machen. Das heißt, ihr könnt euch diese Stil-Settings abspeichern, indem ihr unten auf Stil geht und dann auf Speichere Stil. Dann kommt wieder ein Fenster, wo man eben angeben kann, wo man das Ganze speichern möchte und einen Dateinamen angibt. Und das Ganze wird dann eben als QGIS Layer Settings gespeichert, also als Layer Stil Datei. Und wenn ihr euch die abspeichert, dann könnt ihr eben später, wenn ihr das beispielsweise für das nächste, für das Folgejahr nochmal macht, wenn ihr in dieser Übersicht seid, ganz einfach nochmal unter Stil und dann Ladestil gehen und euch diese Layer-Settings-Datei wieder raussuchen, dann passt sich das eben wieder automatisch dem an, wie ihr gerade den Stil eingestellt habt. Wenn das funktioniert hat, sollte das bei euch so aussehen.
Wenn das jetzt bei euch noch ein bisschen anders aussieht, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ihr noch die anderen Layer im Hintergrund habt. Damit wir jetzt gleich den Unterschied sehr deutlich sehen und genau die Flächen identifizieren können, wo ein sehr starker Vitalitätsverlust war, schieben wir am besten einfach den CLC5 Waldlayer ein bisschen weiter nach oben. Der ist ja bei euch inzwischen wahrscheinlich ein bisschen weiter runtergerutscht, weil wir seitdem viele andere Layer erstellt und reingeladen haben. Wenn ihr den jetzt aber einfach an zweite Stelle zieht, dann liegt er direkt hinter eurem klassifizierten NDVI-Differenzlayer. Und damit ich gleich die Unterschiede ganz deutlich erkenne, möchte ich jetzt noch die Farbe anpassen. Den Weg kennt ihr inzwischen. Wenn ich wieder auf Rechtsklick und dann Eigenschaften gehe, kann ich eben die Symbolisierung wählen. Und das ist jetzt hier ein Vektorlayer. Das heißt, ich habe eine einfache Füllung. Wenn ich da reinklicke und dann hier die Farbe anpasse, kann ich mir eben die Farbe so einstellen, wie ich das gerne haben möchte. Ich habe mich jetzt hier in dem Beispiel für ein dunkles Grün entschieden, damit es einfach ein bisschen mehr nach Waldfläche aussieht und ich gleich den Unterschied zwischen Rot und auch diesem hellen Grün aus meinem klassifizierten Layer schön unterscheiden kann. Wenn ihr euch für eine Farbe entschieden habt, dann wieder hier auf Anwenden und OK klicken und dann solltet ihr euren klassifizierten Layer sehr, sehr schön auf dieser dunklen Fläche des Waldlayers erkennen können und könnt jetzt eben sehr schön die Flächen erkennen, wo sich etwas verändert hat. Die hellgrünen Flächen, die man eben so als Farbsprenkel überall sieht, das sind eben die Flächen, die wir identifiziert haben als keine oder wirklich nur sehr geringe Vitalitätsverluste, weil da der Differenzwert eben nur sehr gering ist. Und das sind wahrscheinlich einfach natürliche Schwankungen, weil der NDVI natürlich nicht jedes Jahr gleich ist, sondern auch etwas schwankt. Aber uns interessieren ja vor allem die Flächen, die sich verändert haben, das heißt, die eine geringe, mittlere oder eben sogar einen sehr starken Vitalitätsverlust hatten. Und die erkennt man jetzt eben sehr schön. Da können wir jetzt davon ausgehen, dass die wahrscheinlich auf das Sturmtief zurückzuführen sind oder auf jeden Fall Flächen sind, wo wirklich ein großer Schaden entstanden ist. Dann ist der letzte Schritt, den wir noch machen gemeinsam, dass wir uns die beschädigten Flächen berechnen lassen. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir zum einen das qualitativ eben über die Karte nachher analysieren, aber eben auch quantitativ, also uns die Flächenangaben berechnen lassen, je nach Klasse. Damit wir das machen können, entweder habt ihr schon das Feld Verarbeitungswerkzeuge rechts. Wenn euch das noch nicht angezeigt wird, dann müsst ihr einfach in eurer Menüleiste auf dieses Zahnrad-Symbol klicken. Wenn ihr das anklickt, dann sollte bei euch auf jeden Fall dieses Verarbeitungswerkzeuge-Fenster irgendwo erscheinen. Und da könnt ihr jetzt nach einem Verarbeitungswerkzeug, also nach einem Tool suchen. Das heißt, wenn ihr in die Suchleiste klickt, könnt ihr einfach mal nach Bericht eindeutiger Rasterwerte, beziehungsweise wahrscheinlich reicht auch schon, wenn ihr den Begriff Bericht sucht, dann müsste unter Rasteranalyse eben das Tool Bericht eindeutiger Rasterwerte erscheinen. Und wenn ihr da jetzt einen Doppelklick drauf macht, dann erscheint nämlich auch dieses Fenster, was hier schon in meinem Screenshot drin ist. Und da können wir jetzt verschiedene Parameter einstellen. Wir müssen zum einen natürlich wieder den Eingabelayer einstellen. Das ist unser klassifizierter NDVI-Differenzlayer, also NDVI-Differenz-Klassifizierung oder je nachdem, wie ihr ihn genannt habt, also den letzten, den wir gerade erstellt haben. Und ihr könnt euch eben den Bericht abspeichern. Das heißt, hier unter Bericht eindeutiger Werte könnt ihr wieder auf die drei Punkte und dann in Datei speichern. Dann öffnet sich ein Feld, wo ihr eben einmal den Dateityp und den Dateinamen wieder an einem gewissen Speicherort abspeichern könnt. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich das ganze Bericht 2017-2018 nenne. Aber wie gesagt, man nennt das so, dass ihr es wiederfinden könnt. Das wird als HTML-Datei abgespeichert und in dieser HTML-Datei findet ihr dann eben die berechneten Flächen je nach Klasse. Wenn ihr einen Speicherort und einen Namen angegeben habt, dann könnt ihr auf Speichern klicken und landet wieder in dem Fenster und könnt auf Losklicken. Dann läuft das Protokoll durch und dann werdet ihr sehen, dass sich in eurem QGIS-Fenster nichts verändert. Also das springt dann auf Protokoll, läuft durch und sagt euch irgendwie an, hat funktioniert. Aber es kommt jetzt kein neuer Layer oder ähnliches hinzu, einfach weil wir es eben als HTML-Datei speichern. Das heißt, wenn ihr dann wieder auf euren Speicherort navigiert, wo ihr es gerade abgelegt habt, dann solltet ihr da auf jeden Fall eine HTML-Datei finden, die QGIS dort abgespeichert hat.
Und wenn ihr die öffnet, dann sieht das Ganze so oder so ähnlich aus, aber ihr habt auf jeden Fall die verschiedenen Werteklassen, also 0 bis 4, und dann die Fläche in Quadratmetern, die die jeweilige Klasse einnimmt. Falls es jetzt zu Verwirrung kommen sollte, falls eure Gesamtpixelzahl nicht mit der übereinstimmt, die ich hier in dem Screenshot habe, dann liegt es einfach daran, dass wir wahrscheinlich nicht 100% denselben Kartenausschnitt oder denselben Maßstab hatten. Allerdings sollten die Flächen in den Klassen 1 bis 4 auf jeden Fall den Werten entsprechen, die ich hier auch habe, weil wir uns natürlich alle den gleichen Waldausschnitt angeschaut haben, denn wir haben ja unsere Rasterdateien mit dem Waldlayer verschnitten und uns eben genau nur noch diese Flächen angeschaut. Und der war ja bei uns allen gleich. Dann können wir einfach mal gucken, gemeinsam, wo es zu Schäden gekommen ist. Wir haben es ja gerade schon so ein bisschen gesehen, aber vielleicht können wir es uns bei einem von euch nochmal anschauen. Genau, man sieht ja auf jeden Fall schon schön, dass es auf jeden Fall dieselben Flächen sind wie bei mir gerade. Also alles richtig gemacht. Wir haben auf jeden Fall dieselben Ergebnisse und ich glaube, man sieht ganz gut, dass es sich so vor allem auf drei Regionen fokussiert. Also außen links haben wir auf jeden Fall eine Fläche, die betroffen ist, mittig davon und südlicher davon auch nochmal eine Fläche, die stark betroffen ist oder wo eben mittlere bis sogar starke Vitalitätsverluste aufgetreten sind. Die Farben sind bei uns wahrscheinlich alle ein bisschen unterschiedlich, aber das Ergebnis sollte auf jeden Fall dasselbe sein. Ich habe es hier nochmal zusammengefasst, auch mit den Klassen nochmal aufgeteilt. Es sind vor allem eben südliche Regionen, die in dem, ich sag mal, linken Waldstück auftreten. Also das rechte hier ist ja kaum betroffen, aber tatsächlich hier in dem Teil sind einige Flächen, wo die sehr stark betroffen waren, beziehungsweise wo es eben zu starken Vitalitätsverlusten kam. Wenn man das Ganze jetzt nochmal vergleicht, es gibt vom Land NRW das Waldinfo-Tool, wo man sich eben auch unter anderem einen Waldschadenslayer reinladen kann. Das habe ich jetzt mal gemacht und das Ganze verglichen. Also man sieht auf der Karte, kann man hier unsere zwei Waldstücke auch ganz gut identifizieren. Und auch hier sehe ich, wenn ich das miteinander vergleiche, dass tatsächlich die Flächen, die wir jetzt gerade rausgefunden haben, wo es zu einer starken Vitalitätsabnahme kam, dass das tatsächlich auch die Flächen sind, wo Waldschäden identifiziert worden sind aufgrund dieses Sturmtiefs Friederike. Also das kann man ganz gut miteinander vergleichen, dass das genau die Flächen sind, wo es zu einer starken Vitalitätsabnahme kam. Natürlich, das muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen, gibt es eben zum einen natürliche Schwankungen, warum der NDVI-Wert vom einen Jahr auf den anderen ein bisschen unterschiedlich sein kann. Aber genau diese starken Vitalitätsabnahmen, die sind dann oftmals, wenn man weiß, dass da eben auch ein Sturmereignis in der Zwischenzeit war, darauf zurückzuführen. Wie groß der Waldschaden ist, haben wir eben jetzt auch gerade schon gesehen. Der Wert 0, das ist natürlich eine sehr, sehr große Fläche, weil das sind einfach die Flächen, wo sich nichts verändert hat. Die sind jetzt bei mir hier noch drin. Aber was uns ja tatsächlich interessiert, sind die Klassen 1 bis 4. Und da sieht man eben, dass zum Glück natürlich die Schadensklasse 4, also wo es starke Vitalitätsverluste gab, nicht so viel Fläche einnimmt wie die anderen Klassen, aber immerhin trotzdem immer noch 75.000 Quadratmeter in diesem Waldstück. Also da ist doch einiges an Fläche betroffen gewesen, auch von diesem Sturm. Was wir heute gemacht haben, also wir haben uns im ersten Wissensbaustein vielleicht nochmal als Erinnerung angeguckt, was Zeitreihen in der Fernerkundung sind und auch einige Beispiele dazu kennengelernt. Und uns, das sollte euch allen noch gut im Kopf sein, in dem zweiten Teil eine einfache Waldschadensanalyse bei QGIS zusammen durchgeführt. Das waren die zwei großen Themen, die wir heute bearbeitet haben. Als weiterführende Links würde ich euch noch an die Hand geben, Laverdi und den SentinelHub.io Browser habt ihr heute beide benutzt. Die habt ihr wahrscheinlich noch beide im Kopf. Falls ihr jetzt in der Waldschadensanalyse noch weitermachen wollt und eigene Daten braucht, könnt ihr die über code.de beziehen, wenn es deutschlandweite Daten sein soll. Alles darüber hinaus könnt ihr natürlich über andere Datenportale, beispielsweise auch dem Sentinel Hub, beziehen. Und vielleicht noch als Hinweis, es gibt auch noch Lernmaterial zur Erfassung von Windwurfflächen von einem anderen Education-Projekt, dem Open Geo-Edu-Projekt. Da haben wir euch auch mal den Link eingefügt, falls ihr das auch noch bearbeiten möchtet. Das ist eine ganz schöne Ergänzung zu unserer Aufgabe von heute.
Wir haben auch noch einige Links für euch. Wir haben zum einen eine Website, wo ihr verschiedene Lernmaterialien findet und auch Infos zu weiteren Schulungen. Wir haben, wie ich das vorhin angesprochen habe, ein Fernlernforum, wo ihr sehr, sehr gerne Fragen stellen könnt und euch austauschen könnt. Also auch wenn ihr das Ganze jetzt nochmal mit euren eigenen Daten probiert oder ähnliches und da Fragen aufkommen, dann könnt ihr wirklich gerne Fragen in unserem Forum stellen. Und wir haben einen YouTube-Kanal, wo ihr Aufzeichnungen von bisherigen Webseminaren findet und weitere kurze Lernvideos rund um die Fernerkundung. Ansonsten bleibt mir eigentlich auch nur noch, euch einen schönen Nachmittag zu wünschen. Vielen, vielen Dank für eure Teilnahme heute und ich hoffe, wir sehen uns bald oder bei den nächsten Schulungen nochmal. Vielen, vielen Dank.